Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute habe ich den Mythos Wäschetrockner für dich. Das bedeutet, wir gehen heute einfach mal Schritt für Schritt ein paar Tipps und Tricks auch durch, die dir das Leben mit deinem Wäschetrockner erleichtern können. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. So ein Wäschetrockner ist schon praktisch. Du musst natürlich keinen haben. Wäschetrocknen, ohne dass du dir Schimmel in die Wohnung holst, geht natürlich auch ganz einfach auf deiner Wäscheleine, indem du dann immer gut lüftest. Zu empfehlen ist ein Wäschetrockner bei vielen Kindern oder wenn man viele Kinder hat, weil es einfach den Alltag sehr erleichtern kann. Es ist aber grundsätzlich kein Muss. So, ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an mit den typischen Problemen, die so ein Trockner mit sich bringen kann. Wie gesagt, ich nutze ihn am liebsten für Handtücher und alles andere trockne ich auch ganz normal auf unserem Wäscheständer in der Badewanne im Bad, wie ihr nachher noch sehen werdet. Schmeiß nicht alles blind in den Wäschetrockner rein. Kontrolliere vorher, ob deine Wäsche auch tatsächlich sauber geworden ist. Weil wenn du nämlich jetzt einfach Wäsche, die noch Flecken enthält, direkt in den Wäschetrockner schmeißt, wird der Fleck richtig eingebrannt durch die Heißluft des Trockners. Punkt Nummer 2, reinigt sich selbst. Ja, das Lusensieb habt ihr gesehen, das habe ich gereinigt. Ich besitze 3 insgesamt, die ich immer wieder zu reinigen habe. Das erste, was ich jetzt gereinigt habe, ist einfach dazu, das ist der grobe Auffangbehälter, den ich auch nach jedem Trocknergang dann nochmal ganz normal ausspüle. Insgesamt muss ich bei meinem Kondenstrockner 3 Siebe reinigen nach jedem Trocknergang. Das versteht sich nämlich eigentlich von selbst. Und auch, dass man den Wassertank zu leeren hat. Wenn man das nämlich vergisst, könnte es nämlich sein, dass der Trockner das Programm einfach abbricht und die feuchte Wäsche liegt in der Wäsche, in der Trommel herum und ist beim Start das Flusensieb voll, gerät feiner Flusenstaub in den Kondensator. Der Staub verstopft diesen dann mit der Zeit und du züchtest dir wunderbaren Schimmel im Flusensumpf. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass sich etwaigere Ablagerungen den Energieverbrauch in die Höhe treiben. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch, dass du deine Trocknertrommel von innen gelegentlich immer wieder auch mal vorsichtig auswischst. Du kannst natürlich auch deinen Trockner, wenn du keinen Trockner hast, der selbst reinigend tätig ist, so wie meiner, dann ist es zum Beispiel so, dass du auch in den Wasserauffangbehälter, wo du dann das Kondenswasser drin hast, einfach mit ein bisschen Essig füllst und dann das Ganze einmal ohne Wäsche durchlaufen lässt. Das verhindert nämlich Schimmelbildung und auch gelegentlich einfach mal die Trommel mit Essigwasser feucht auswischen. Lass den Trockner danach offen stehen, damit das Wasser ganz einfach auch trocknen kann. Last und beziehungsweise der nächste Tipp, Tipp Nummer 3, da bin ich schuldig im Sinne der Anklage, denn unser Trockner steht im Bad. Normalerweise sollte man Trockner nicht ins Bad stellen. Denn feuchtwärme Räume, in denen es dann irgendwann einfach sehr kuschelig wird, bedeutet, dass die angesaugte Luftfeuchtigkeit den Trocknungsprozess einfach verlängert. Ich achte darauf, wenn ich unseren Trockner, so wie du vielleicht auch, wenn du keine andere Möglichkeit hast, als ihn einfach ins Bad zu stellen, dass ich unser Bad regelmäßig lüfte. Es gibt also Probleme bei Bädern, die kein Fenster haben. Hier könntest du natürlich dann alternativ die Tür offen lassen und für eine gute Zirkulation der Raumluft sorgen. Allerdings, wenn du ein Fenster hast, so wie wir, dann ist das Ganze auch möglich, dass du den Trockner hinter die Tür stellst. Fünfter Tipp, zu viel Weichspüler in der Wäsche. Wir benutzen keinen Weichspüler, wie ihr ja aus meinen Wäschevideos mittlerweile kennt, benutzen wir nur noch ganz normalen weißen Essig. Das ist nämlich auch ein Problem. Nicht nur, dass dir der Weichspüler die Fasern deiner Wäsche kaputt macht und auch der Waschmaschine schadet, sondern auch dem Trockner setzen die Weichspülerrückstände einfach zu. Der Feuchtigkeitsfühler verklebt, wodurch dann die Wäsche unnötig lange getrocknet wird und im Innenraum kann sich der Wasserdampf und die Rückstände, die sich in diesem Wasserdampf befinden, durch den Weichspüler in den kleinsten Winkeln ablagern und schimmeln. Ich nehme ja immer ganz gerne, wie ihr am Anfang gesehen habt, um meine Wäsche weich zu machen, ganz normalen Essig oder auch Essigessenz. Und dann habe ich da natürlich noch Trocknerbälle drin, die aus 100% Schafwolle bestehen. Der nächste Punkt ist auch schon, dass du leider keine Zeit hast, bedeutet, ist dein Trockner fertig und piept, so wie meiner, wäre es sehr ratsam, die Wäsche sofort rauszuholen. Damit verhinderst du natürlich nicht nur, dass du extreme Falten hast, die du dann
einfach nicht mehr rausbekommst, sondern trotz dem Trocknervorgang hast du immer mit der warmen Luft, die sich im Trockner befindet, eine gewisse Restfeuchte in der Kleidung. Plane also deinen Trocknungsvorgang immer so, dass du die Wäsche so schnell wie möglich einfach rausholen kannst. Der nächste Tipp ist auch, dass du auf den Zettel und die Waschanleitung deiner Kleidung achtest. Es ist meist ein durchgeixter Kreis in einem Quadrat, was dann heißt, bitte nicht in den Trockner. Das bedeutet nämlich, dass es dann einfach passieren kann, dass dein Kleidungsstück eingelaufen ist oder aber völlig ruiniert ist, und das möchte man natürlich auch nicht. Was ich auch immer wieder ganz gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Handtücher trockne, wie du am Anfang des Videos gesehen hast, ich lege dann immer noch zu den feuchten, zu trocknenden Handtüchern einfach noch ein trockenes Handtuch mit dazu. Hat den Vorteil, dass es einfach die Trocknungszeit verkürzt. Wasserrecycling. Durch unseren Kondenstrockner ist es ja so, dass wir ein Fach haben, wo sich das Wasser sammelt. Viele würden es ja dann zum Blumengießen verwenden oder aber auch ins Bügeleisen packen. Nicht so gut. Denn auch wenn deine Kleidung frisch aus der Waschmaschine kommt, sind immer noch kleinere Waschmittelrückstände einfach direkt in der feuchten Wäsche drin. Das heißt, dass du irgendwann deine Blumen oder auch dein Bügelwasser mit Waschmittelrückständen befüllst, und das finden weder Bügeleisen noch Pflanzen richtig toll. Und wenn wir mal so ehrlich sind, wenn wir unsere Wäsche auf die Wäscheleine hängen, sind wir ja auch nicht der Meinung, dass das Wasser, was dann verdunstet, Wasserverschwendung ist. Ich nehme das Wasser eigentlich dann immer so, wenn das aus dem Kondenstrockner kommt, nehme ich entweder noch mal kurz zum Staubwischen oder aber ich kippe es auch tatsächlich weg. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass du deinen Trockner nicht alleine laufen lässt. Nicht nur bei Die Sims 4 kann ein vollgesetztes Flusensieb einen Brand auslösen, sondern auch in der Realität. Das liegt dann meistens nicht nur an irgendwelchen Schaumstoffpolstern, die man reingeschmissen hat, sondern einfach bei der warmen und trockenen Warmluft und noch der Feuchtigkeit in der Wäsche kann es bei kleineren Kurzschlüssen und Kabeldefekten ganz schnell böse ausgehen. Wenn du also feststellst, dass in der Nähe deines Trockners während dem Trocknungsvorgang einfach ein komischer Geruch, ein verschmorter Geruch, ein chemischer Geruch oder wenn es sogar nach Fisch riecht, dann kann es ein Hinweis auf ein kaputtes Elektroteil im Trockner sein. Verlasse daher möglichst nie deine Wohnung, wenn der Wäschetrockner läuft, genauso wie bei allen anderen Haushaltsgeräten. Last but not least, einmal Trockner, immer Trockner. Das ist wahrscheinlich auch eine große Todsünde und die haben Skeptiker wahrscheinlich schon immer geahnt. Wenn du permanent oder immer und ausschließlich den Trockner nutzt, schadest du deiner Wäsche. Das hängt mit den ominösen Flusen zusammen, die sich trotz Reinigung des Flusensiebs in deinem Trockner einfach, tummeln, die du nicht rauskriegen wirst. Da gibt es schon diverse Tests, die einfach das gezeigt haben, dass Kleidung einfach nach gewisser Zeit oder bei jedem Trocknungsvorgang so ein bisschen was an Substanz verliert. Das ist kein Witz. Außerdem werden die Klamotten auch somit nicht nur dünner, sondern auch anfälliger für Löcher, Verformungen und Risse. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir konnten den heutigen Mythos Wäschetrockner einfach mal ein bisschen lüften. Und vielleicht hast du auch noch einen Tipp, wo du sagst, Alena, das ist ein klasse Tipp für den Umgang mit dem Wäschetrockner. Und das ist mein persönlicher Tipp, den ich immer so mache. Versuch den doch auch mal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du ihn mich in den Kommentaren wissen lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.